Wenn du etwas nicht schnell spielen kannst, bedeutet das meistens, dass du es im Moment nicht wirklich schnell spielen kannst. In diesem Video gebe ich dir 5 Tipps, wie du dein schnelles Spiel etwas verbessern kannst, denn dann macht das Üben Spaß. Bleib dran! Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Susanna Magyarorsi und wenn du das erste Mal hier bist und dir mein Video gefällt, kommentiere und abonniere gerne meinen Kanal. In der Beschreibung unten kannst du dich auch für meinen Newsletter anmelden. Dort bekommst du immer die neuesten Infos, Tipps und Zusatzmaterialien zu den Videos. Eben auch zu diesem Video gibt es ein PDF. Fange zu Beginn jeder Übungseinheit mit einem einfachen Aufwärmtraining an, um deine Finger, Arme und Ohren auf das Spiel vorzubereiten. Zum Beispiel übe eine Tonleiter mit einer Viertelnote für jeden Schlag, dann 2 Achtelnoten, dann 4 Sechzehntelnoten auf jeden Schlag. Und wichtig ist, dass je besser du die Tonleitern beherrschst, desto schneller wirst du dein Instrument spielen können. Zuerst ist es wichtig zu wissen, wo stehst du und wo willst du hin? Beziehungsweise in welchem Tempo möchtest du spielen? Ist die technische Stelle sauber und wissen deine Finger, wo sie genau platziert werden sollen, wenn du langsam spielst? Dann bestimme dein Metronomtempo, in dem du die Stelle richtig spielen kannst. Sobald du die Stelle in einem niedrigeren Tempo korrekt spielen kannst, erhöhe langsam das Tempo. Ich rate dazu, täglich das Metronomtempo zu 2, 4 oder 6 Schlägen zu erhöhen. Das ist jedoch nicht die einzige Möglichkeit zum Üben, um technisch schneller zu werden. Unterteile die Übepassagen in Gruppen von 2, 3 oder 4 Noten. Spiele diese Noten in Originaltempo und mache dazwischen eine Pause. So weißt du genau, welche Töne oder Abschnitte noch Probleme haben. Übrigens, wenn es dich interessiert, kannst du dieses Video anschauen. Dort gehe ich spezifisch darauf ein, dass wenn du nicht viel Zeit zum Üben hast, wie du das Beste aus 20 Minuten Übezeit rausholen kannst. Spiele die wichtigen Abschnitte oder Stellen in einen anderen Rhythmus, um Kontrolle zu gewinnen. Das heißt, spiele sie eigentlich falsch. Denn das trainiert deine motorische Fähigkeiten, um dann gleichmäßig und schnell spielen zu können. Übe auch mit verschiedenen Bogenstrichen und Bindebögen. Spiele mit einem Akzent auf jeder zweiten, dritten oder vierten Note. Das gibt dir die Kontrolle über den Bogen und verbessert die Koordination zwischen deiner linken und rechten Hand. Zu oft spielen wir am Rande unserer technischen Möglichkeiten und entspannen uns nicht mit etwas relativ Einfachem am Schluss. Deshalb empfehle ich, beende deine Übezeit immer mit einem Stück, das du liebst und schon ganz gut kannst. Denn gerade wenn du schwierige Stellen geübt hast, brauchst du etwas Positives am Ende, das dir Freude bereitet und du in einen Zustand des Flow kommst und dich irgendwie
musikalisch ausdrücken kannst. Denn dann bist du motiviert, am nächsten Tag auch wieder zu üben. Ich hoffe, meine Tipps waren hilfreich für dich, um deine musikalischen Fähigkeiten auf die nächste Stufe zu bringen. Kommentiere und like, wenn dir das Video gefallen hat. Danke fürs Zuschauen, happy practicing und bis zum nächsten Video. Tschüss!